Hallo und willkommen zurück zu Banishers Ghost of New Eden. Ja, wir werden die Bäckerei im Dorf aufsuchen. Nebenbei. Das ich spüre einen Luftzug. Aus dem Totenreich. Das habe ich vorhin schon nicht gefunden. Ich sehe es nicht. Ich spüre etwas in der Nähe. Ah, ich glaube hier, oder? Oder auch nicht. War das? Ja. Irgendwas ist hier. Ich habe es vorhin schon nicht gefunden. Vielleicht ist es auch da oben? Ich weiß es nicht. Ne, das wären jetzt eh bloß Materialien. Hier unten ist es auch nicht, okay. Ist egal. Was ist das? Ich bin wieder an deiner Seite. War man da mal? Oh. Freunde. Achtung! Ein Femina greift Besitz. Scheiße, ist mächtiger geworden. Ach, weißt du was? Nimm das. Da ist auf jeden Fall was drin. Ansonsten war es das hier, ne? Es halt noch ein bisschen nach. Mehr ist da nicht, ne? Okay, das können wir ja da hinten. Das ist ein Schiff. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Hast du das gespürt? Es ist nah. Ja, ihr verarscht mich doch mit dem Zeug hier immer. Ach nee, das ist wieder das... Das Gefühl, das würde ich nie finden. Okay, eigentlich wollte ich zum Fragezeichen. Da ist wieder die Mühle. War klar, ne? Spaß. Hat's euch gewirbelt, ha? Oh. Wo ist der neue fertig? Na, was soll denn das von hinten, ey? Hier, das ist für dich. Was ist denn hier los, ey? Ist der große Auslauf oder was? Was zum Teufel hier?
Okay, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nest oder sowas? Ein wütender Schemen, ganz nah. Beschwör ihn lieber, bevor er uns in den Rücken fällt. Aha. Das ist eine Geisel. Ich beschwöre euch jetzt! Darf ich auch mitmachen? Oh, jetzt bin ich erschrocken. So, ein bisschen schnibbeln hier. Sie bringt noch mehr Freunde mit. Kann sie ja. So, war das nicht gedacht hier. Muss mal kurz wechseln. Nimm die Beine in die Hand. Ja, ich stehe hier scheiße. Verstärkung. Einer daneben. Du bist im Visier. Ich weiß. Lange halte ich das nicht mehr durch. Nicht stark genug. Augen auf. Oh, oh. Warte mal, vielleicht klappt's. Verdammt. Fast. Oh, Geisel besiegt. Ein Attribut erhöht. Wir laden nach. Was hängst denn du hier so voll ab? Okay, dann haben wir das hier. Schauen wir mal, ob da noch was unterwegs ist. Mhm. Wir könnten, aber das machen wir später. Ich hätte gesagt, wir gehen zum Lagerfeuer. Und dann machen wir eine Schnellreise. Wir machen jetzt erstmal die Quest hier fertig und nebendran haben wir nochmal was, wo wir fertig machen können. Und wir schalten hier noch eine Abkürzung frei. Sehr schön. Wir können sogar was basteln. Das wäre das hier. Und da kriegen wir Verbannungsschaden, 20 Punkte mehr. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Stärke, Weisheit etc. Ja, das machen wir doch. Und eine Schnellreise. Wir wollten dahin, glaube ich. Ja.
gehen wir doch mal in die Bäckerei. Die ist Warum hier. Warum ist die Bierbrauerin hier? Gute Frage. Mistress Barrow? Kann ich euch helfen? Mr. McWraith? Habt ihr euch um die Dämonen gekümmert? Das habe ich. Dann habt ihr uns sehr geholfen. Ich danke euch. Auf Wiedersehen. Nicht so schnell, Mistress Barrow. Ich untersuche den Tod des Bäckers. Ich werde die Bäckerei durchsuchen müssen. Die Bäckerei gehört mir und ich habe keine Erlaubnis dazu gegeben. Ja, ich glaube, der Gouverneur gab euch die Schlüssel zur Bäckerei. Ja, nun, ich scheine sie verlegt zu haben. Die lügt doch. Haben wir bei der schon die Waren kontrolliert? Seid ihr an einem Handel interessiert? Was braucht ihr? Ja, da ist jetzt nichts dabei, was wir bräuchten. Perry Cottle sagte mir, dass ihr ihn vergiftet habt. Er ist tot, aber ihr habt mit ihm gesprochen? Was für ein Talent. Hat euch euer Talent auch gesagt, dass er Unsinn redet? Warum sollte ich Perry Cottle vergiften? Er glaubt, ihr wolltet ins Bäckereigeschäft einsteigen und die Konkurrenz ausschalten. So wie es aussieht, scheint da was dran zu sein. Ich bin von meinem Können genug überzeugt, ohne die Konkurrenz zu töten. Das würde gegen meine Prinzipien verstoßen. Schlimmer noch, es wäre dumm. Und wenn sein Geist das nicht versteht, ist der Tod genauso dumm wie lebendig. Ich habe euren Schlüssel in der Bierstube gefunden, versteckt in einem Spektralnetz. Das war das Werk von Perrys Geist. Er wollte wohl verhindern, dass ihr seine Bäckerei bekommt. Spektral was? Die Bäckerei steht leer. Die Leute brauchen Brot. Ich will ihnen helfen. Ob das Cottles verdammtem Geist passt oder nicht, ist mir herzlich egal. Perry dachte, ihr wolltet Brot backen. Und er hatte recht. Er fühlte sich bedroht. Perry fand, ich sollte wissen, wo mein Platz ist. Ich war anderer Meinung. Ihr hattet Probleme mit der Herstellung. Cottle auch. Das habt ihr nicht erwähnt. Denn, obwohl Eigenlob stinkt, muss ich sagen, habe ich einen Ersatz gefunden mit meinem Einfallsreichtum. Cottle gelang das nicht und das hat ihn sehr geärgert. Ihr habt sie nicht geteilt? Wenn man mich dafür bezahlt hätte, hätte ich es geteilt. Niemand machte mir ein Angebot. Auch nicht Perry Cottle. Ich wusste, dass er mir nachspionierte. Also ließ ich ihn glauben, dass ich statt der Gerste gewöhnliches Unkraut benutzte. Ich glaube, ich mag sie. Ihr habt Kräuter gehortet. Und jetzt ist ein Mann tot. Interessant. Viele Männer haben in diesem Ton mit mir gesprochen, Mr. McWraith, und mir Schlimmeres vorgeworfen. Trotzdem muss ich jetzt einen Blick in die Bäckerei werfen. Natürlich mit eurer Erlaubnis. Ihr habt den Schlüssel. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich verabschiede mich für den Moment. Beeilt euch, ich habe ein Geschäft zu führen. Okay, was steht da noch? Wegen persönlichen Gründen geschlossen. Okay. Da ist auf jeden Fall was. Perrys Pflanzensammlungen. Er hatte wirklich keine Ahnung, was er da tat. Nee, nicht wirklich. Diese Pflanze. Dabei handelt es sich um die Kermesbeere. Ich spüre ein Fragment der Vergangenheit. Ist ein Echo? Der Schleier der Schatten sei gelüftet. Du kannst den Bäcker nicht davon abhalten, sein Brot zu backen, Lucy Barrow, du furchtbare kleine Hexe. Oh,
er sie gestorben? Eine üble Art zu sterben. Armer Kerl. Cottle glaubt, dass ihn Lucy Barrow umgebracht hat. Aber tatsächlich hat er sich selbst vergiftet. Verzweifelt sucht er nach dem richtigen Kraut und macht einen Fehler. War das einfach nur Pech? Brot backen, die Zutaten mischen, eine Nacht lang ruhen lassen. Also wer das Rezept für Brot braucht, kann das ja mal ausprobieren. Ich werde es nicht tun. Da haben wir natürlich die Fessel. Seid ihr fertig, Mr. McWraith? Ich möchte den Ofen anheizen, damit wir Brot essen können. Fass meinen Ofen an und ich stoß dich rein. Perry Cottle? Damit kommst du nicht durch. Bierbrauerin, Giftmischerin, Hexer. Wovon zum Teufel redet er? Was ist hier los? Lucy Barrow, unter dem Vorwand, eine faire Bezahlung zu verlangen, habt ihr ein wertvolles Rezept gehütet. Das ist richtig. Du hättest uns verhungern lassen, um deines Geschäfts willen. Du hast den Kindern Gottes ihr tägliches Brot verweigert. Für das Geschäft, Lucy. Für das Geschäft. Unser Herr rief dich zum Dienst an seiner Herde und du verlangst Bezahlung. Lass die Bierbrauerin sprechen, Mr. Cottle. Wenn der Herr die Früchte meiner Arbeit haben wollte, dann hätte er mich wie jeden anderen auch bezahlen sollen. Ich habe hart dafür gearbeitet, wo ich heute bin. Ich verdiene meinen Erfolg. Ich habe mir den Hintern dafür aufgerissen. Und du willst, dass ich alles verschenke? Auf keinen Fall! Mr. Cottle, beim Versuch, Lucys geheime Zutat zu erraten, habt ihr euch selbst vergiftet. Phytolacca. Hochgiftig. Was? Nein, das ist unmöglich. Nicht nur möglich, nicht einmal nur wahrscheinlich. Ich würde sagen, es war unvermeidlich. Ich dachte, nun, das beweist es dann. Sie hat es absichtlich getan. Sie hat absichtlich Kermesbeeren gepflückt. Was sagt ihr dazu, Mistress Barrow? Ich bin eine Frau, kein Ehemann. Ich habe mein eigenes Geschäft, die Mittel, Köpfchen. Und ich habe es gewagt, einen Mann abzuweisen. Diesen Mann. Ich habe alle Arten von giftigen Pflanzen. Ich bin Kräutersammlerin und Bierbrauerin. Ich stelle Dinge her. Wenn Perry Cottle in seiner Unwissenheit dasselbe versucht hat, ist das seine Schuld. Perry Cottle, ihr habt die Bierbrauerin unablässig schikaniert. Ich glaube kein Wort von dem, was sie sagt. Und das solltet ihr auch nicht. Sie wusste, ich würde ihr Geheimnis lüften. Also tötete sie mich mit Magie. Soll ich hier wirklich einfach so stehen und die Schikanen dieses Idioten aus dem Jenseits erdulden? Zum letzten Mal. Ich bin die verdammte Bierbrauerin. Ihr habt sie gehört. Sie gibt es zu. Sie wagt es, es laut zu sagen. Sie ist die verdammte Bierbrauerin. Und eine Hexe! Man muss sie aufhalten! Bereiten wir dem ein Ende, ja? Ihr habt beide wegen einem Knall, aber ich lasse dich aufsteigen. Hoppla. Bäcker Perry Cotter, ihr irrt euch. Die Bierbrauerin Lucy Barrow ist nicht für euren Tod verantwortlich. Ihr wart ein gottesfürchtiger Mann. Ihr wolltet Brot backen. Eure Arbeit war euch wichtig. Mir liegt meine Arbeit am Herzen. Bitte, sagt mir, wie ihr euer Brot backt. Die Menschen müssen essen. Ich... Vielleicht... Vielleicht will es der Herr so. Die Menschen brauchen ihr tägliches Brot. Das ist die richtige Einstellung. Vielleicht wird es nach euch benannt. Das Cottle-Brot. Du kannst das Rezept haben. Keine Ahnung, ob... ich dir glauben soll. Aber die Wege des Herrn sind unergründlich. Das sind Worte der Güte. Geht diesen Weg weiter. Geht in Frieden.
Ich mach mich dann wieder an die Arbeit, wenn ihr nichts dagegen habt. Auf Wiedersehen. Peter Korrels Bibel, Matthäus 4,4. Viel Glück im Posten. Vergiss nicht, dass ich dich so sehr an dich glaube, wie du an ihn glaubst. Espen. Und das da wollte ich eigentlich noch untersuchen. Barry Corrals Notizbuch. Ich habe sie gesehen, wie sie Unkraut jätet und Zutaten einkauft. Aus seinem letzten Eintrag geht hervor, dass er damit Brot gebacken hat. Ist das der Hinterhof? Ne, da kommt man so oder so hin. Ist nichts Besonderes hier. Oder? Waren wir hier schon mal? Habe ich hier schon mal jemand belästigt? Okay. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas in der Nähe, was wir abschließen können. Das war das hier. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Ist das hier drin? Bei mir haben wir ja die Federn. Was ist denn da? Das oben? Wie komme ich hoch? Hä? Wie komme ich hin? Ne, da ist er doch, oder? Caleb. Was kann ich für euch tun, Mr. McGrath? Hier. Ein vollständiges Kompendium über die Vögel New Edens, verfasst von Ruth Watson. Ist alles drin. Ihr Werk ist vollendet. Ich bin euch wirklich etwas schuldig. Hab Dank. Von ganzem Herzen danke ich euch. Ich lasse euch in Frieden, Mr. Watson. Für Frevler gibt es keinen Frieden, Mr. McGrath. Das wissen wir beide. Wir sammeln Federn für einen trauernden Puritaner. Was für ein seltsamer Tag. Ich weiß nicht, ob er es verdient hat. Aber lass uns sagen, wir haben es für Ruth getan. Was wir jetzt machen, ist natürlich, wir reisen mal ins Fort. Machen das Optionale. Wir können sogar noch entwickeln, das machen wir natürlich auch noch. Da unten könnte man noch was machen. Der vierte Schlagangriff erhöht den Schaden der nächsten Manifest. Ja. Nee. Was haben wir hier? Athena verursacht 15% mehr Schaden. Die abklingt. Wenn Fusion endet, werden alle Geisterpunkte wiederhergestellt. Das ist doch eine feine Sache. Das machen wir auf jeden Fall. Dann Schnellreisen. Und ich wollte ins Vorhoch das Optionale noch machen für die Hauptquest. Nach seiner Tochter fragen. Die Leute machen einen guten Eindruck. Vielleicht lassen sie sich hier nieder. Seid ihr immer noch hier? Gern geschehen. Es war mir eine Ehre zu helfen. Ihr müsst mir nicht dafür danken. Erspart mir euren Sarkasmus, Soldat. Was wisst ihr über eine junge Frau namens Grace? Ich weiß nicht, wo ihr diesen Namen herhabt, Verbanner. Aber sprecht ihn besser nie wieder aus. Es ist wichtig. Sonst würde ich nicht fragen. Ich schulde euch was, Verbanner. Und ich glaube, auf euer Wort ist Verlass, aber ich kann euch nicht helfen. Ich habe den Namen aus einem Brief, ein höchst interessantes Schreiben. Demzufolge war es allein eure Schuld, was Grace zugestoßen ist. Nein. Die Schuld lag bei ihr. Sie war stur.
Der Brief erzählte ein ganz schönes Märchen. Ich würde gern eure Version davon hören. Ich habe bereits von den ungehorsamen Schotten gehört. Und wenn diese Geschichten der Wahrheit entsprechen, dann seid ihr wahrhaftig fürchterlich stur und verbissen. Warum so geheimnisvoll? Ein starkköpfiges, ungezogenes Kind. Sie gehorchte nie. Vor allem, wenn ich ihr etwas sagte. Ich verstand ihre Widerspenstigkeit nie. Ihre Feindseligkeit, diese Aufmüpfigkeit. Von ihrer Mutter hatte sie das jedenfalls nicht. Ich habe keine Tochter mehr und das ist auch besser so für alle Beteiligten. Der Brief war eindeutig. Ihr seid für ihr Leid verantwortlich. Niemand ist dafür verantwortlich. Außer sie selbst. Ich wollte es verhindern. Sie wollte nicht hören. Ich ihr wehgetan? Das ist doch lächerlich. Ich habe hart gearbeitet, um ihre Fehler auszubügeln, damit sie nicht den Preis dafür zahlen musste. Was immer ihr getan habt, scheint die Sache nur schlimmer gemacht zu haben. Ich war standhaft. Das ist es, was nötig ist. Und das, mein Herr, ist, was ich tue. Ich bleibe standhaft. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst, ich habe sie fortgeschickt. Ins Exil. Wieso? Wieso solltet ihr das tun? Sie ließ mir keine Wahl. Ich ertappte sie im Akt der Sünde. Sie las in Büchern. Sie studierte. Hexerei. Ich ertappte sie beim Studium der Hexerei. Es war ein Buch im Besonderen, das es ihr angetan hatte. Woher es kam, weiß ich nicht. Hätte ich es nur loswerden können. Ich verbat es ihr. Doch sie las weiter. Wieso erinnert mich das sofort an Lemmy Hasker und auch an Deborah? Obwohl Deborah unschuldig war, habt ihr sie der Hexerei bezichtigt. Bestreitet ihr das? Abstreiten? Ich bin stolz. Vor dem Gesetz mag sie keine Hexe gewesen sein, aber unschuldig war sie sicher nicht. Sie war Gift, hat die Kinder verdorben. Sie verdarb auch meine Grace. Ich habe mich seitdem in all den Jahren sehr verändert. Aber wenn ich zurückblicke, weiser als damals, hatte ich recht. Ich würde es wieder tun. Sollte ich herausfinden, dass eure Tochter überlebt hat, wenn ich wüsste, wo sie war? Nein, ich hätte ihr nichts zu sagen. Grace Pennington ist für mich und alle, die sie kannten, vor langer Zeit gestorben. Ihr wolltet antworten. Jetzt habt ihr sie. Und mehr werde ich euch nicht geben. Okay. Wir schauen hier mal auf die Karte. Da wäre noch eine Aktivität verfügbar. Das Optionale haben wir jetzt hinter uns. Jetzt schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ah, das ist mit ihr wahrscheinlich. Mrs. Ingersoll, wie geht es euch? Ah, Mr. McGrath. Es könnte besser gehen, muss ich zugeben. Mein Gehilfe ist weg und ich muss alles selbst erledigen. Aber ihr, werter Herr, könntet mir vielleicht einen Dienst erweisen. Ich hätte Nathaniels Namen gern auf dem Ladenschild. Ich bin ein Verbanner, kein Schildermaler. Ich wüsste noch nicht einmal, wo ich Farbe finden könnte. Die Farbe habe ich bereits. Sie befindet sich im Versteck in den Minen. Ihr wart bereits dort. Ich würde ja selbst gehen, aber eine merkwürdige Pflanze versperrt mir den Weg. Und ich höre dort Geflüster. Seltsames Geflüster. Oh, ihr wisst ja gar nicht. Ich werde daran denken, aber ich kann nichts versprechen. Wie wunderbar. Hab Dank, Mr. McGrath. Okay, zeig mir mal. Wollen wir Handel treiben? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Ich will bloß gucken, ob ich hier alles gekauft habe, was ich... Ja. Und tschüss. Ich muss mich verabschieden. Und möge Gott euch leiten. Okay, da haben wir was Neues bekommen. Müssen wir mal schauen, wo das ist. Das wäre eigentlich gleich hier. Ach, wisst ihr was, dann verfolgen wir noch das. Vielleicht können wir das dann abschließen. Vielleicht immer glücken, das ist gar nicht so viel. Da müssen wir durch den sein. Versteckt dadurch.
So, jetzt werden wir das Richtige herausfinden. Hier. Auf den Scheiß sind wir schon mal reingefahren. Den Weg zum Versteck freimachen, aber ich glaube, wir haben doch die Pflanze da unten oder was da auch war, alles schon weggemacht. Nee, da ist noch, ne? Ist die neu? War die das letzte Mal schon da? Nö, ne? Auf ein neues also. Ergib dich deinem Schicksal. Okay. Da ist eine. Da ist die zweite. Wo ist die dritte? Muss da auch irgendwas sein, oder? Ich finde die dritte nicht. 1, 2, 3. Ja. Treffe ich alle drei von da? Nein, natürlich nicht. Wenn man daneben schießt, ist es nicht so gut. Komm schnell hoch. So ein Kack. Was ist denn da los jetzt? Garten haben. Glaub mir, das willst du nicht. Okay, wir haben's. Natürlich. Haben wir ein paar übersehen? Die Leiche schießt gleich. Das Verbannen ist jetzt ein wenig stärker geworden, ne? Sollte man schon ein bisschen merken. Da haben wir doch was. Aha, Öle und Pigmente. Bathsheba Ingersolls Öle und Pigmente. Bringen wir sie ihr zurück. Da ist aber noch mehr hier, oder? Da waren wir schon, okay. Alles klar, ich wusste doch, dass wir hier schon mal waren. Gut, ich sag jetzt mal, das war jetzt nicht so wild. Schnell erledigt.
So, dann haben wir das hier auch. Guten Morgen, die Dame, oder guten Tag, oder je nachdem, wie spät es überhaupt ist. Fühlt ihr euch besser? Ich fühle jede Menge. Erleichterung, Trauer, Scham, der arme Nathaniel. Aber Gefühle hin oder her, die Arbeit wartet nicht. Das Leben muss weitergehen und der Laden ebenfalls. Danke, Mr. McGrath. Und noch einmal Dank. Und ein drittes Mal fürs Glück. Okay, hier. Ich habe eure Materialien mitgebracht. Jetzt könnt ihr eure Farbe mischen. Also, Mr. McGrath, da verschlägt es mir ja glatt die Sprache. Ihr seid wirklich herzallerliebst. Hier, bitte, nehmt dies als Belohnung. Ich helfe doch immer wieder gern. Noch lieber, wenn ich auch dafür bezahlt werde. 160 Stückchen gibt's da. Na, ist doch geil. Ja, damit können wir jetzt endlich mal die Hauptquest weitermachen, würde ich mal sagen. Dazu müssen wir wieder in das Jägerlager zurück. Da wird es da oben zwar noch ein Quest geben, aber das machen wir dann anders mal. Und hier sehe ich auch schon wieder was Neues. So, jetzt machen wir erstmal die Karre auf. Da ist eine Aktivität verfügbar, die schauen wir sich mal an. Vielleicht liegt das alles auf dem Weg. Irgendwann müssen wir ja alle haben. Miss Keen? Was wollt ihr? Wie geht es euch, Miss Keen? Wie es mir geht? Ich habe viel Arbeit. Ich muss mich auf eine Zukunft vorbereiten und habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Das wollt ihr doch nicht wirklich wissen, oder? Ihr seid nur höflich, aber es ist euch egal. Ich bin nur eine arme alte Jungfer. Wenn euch etwas an mir liegen würde, so würdet ihr mir helfen. Was für eine Bitte habt ihr denn? Ich brauche Geld, Herr. Aber ich werde nicht betteln. Nein, ich möchte handeln. Ihr seid ein Mann des Abenteuers, Herr. Und ich habe eine Schatzkarte. Ich verkaufe sie euch billig. So wird unsere Arbeit belohnt. Mit einem Rabatt. Okay. Ich könnte interessiert sein. Gut, reden wir über Zahlen. 800? Die echte Schatzkarte. Okay, komm. Ich wünsche euch einen guten Tag. Macht euch doch einfach auf den Weg, ja? Die Schatzkarte. Den Schatz suchen. Die echte Schatzkarte. Oh nee, du. Irgendwo da. Das ist der Weg hier, ne? Glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Wir werden jetzt das hier machen. Ganz egal, was jetzt ist. Bei den Shots verfolge ich jetzt da nicht. Vor allen Dingen haben wir hier noch ein Gebiet, das wir aufdecken können. Da waren wir ja noch nicht.
Du spinnst wohl, oder was? Ja, du lausiger Köder, du. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Ah, für was? Okay. Ist das eine Truhe oder was? Symbole. Die Hütte könnte in der Nähe sein. Sammeln das Zeug hier noch? Ich will mal da hochgucken. Da müssen wir sogar hin. Ich spüre Magie. Doch, da waren wir schon. Könnte es hier sein? Da war mir schon mal was das. Über die Zeit verblasst. Schwer zu sagen, welchen Zweck es einst hatte. Oh, oh. Ah, da müssen wir die Ursache erst finden. Dann geht nicht. Ich glaube da lang. Da haben wir es doch. Andere Seite. Alles klar. Oh. Da ist noch mal so Nebel, oder? Ja? Okay, die Hütte haben wir, ja. Aber dass hier so alles so neblig ist, da ist, glaube ich, auch noch was. Finde die Hütte im Wald. Na, das haben wir ja auf jeden Fall. Nur die Frage. Das ist doch keine Hütte, ey. Das ist eine Krankheit, aber keine Hütte. Kann ich sogar runter? Gibt's eine Truhe? Aha.
Aber das hier ist natürlich nichts in der Sache. Jetzt müssen wir wieder außen rum. Da war was. Das kann kein Zufall sein. Ist Grace womöglich Seeker? Hä? Staubig. Seeker war schon lange nicht mehr hier. Naja, das heißt vielleicht bloß, dass Seeker Lust auf Putzen hat. Keine Ahnung. Da kann ich schon mal eine Abkürzung freischalten. Ich höre was. Das ist wahrscheinlich in der Hütte. Jemand zu Hause? Briefentwurf Fräulein Cornemus, Deborah. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei. Dank dir kann ich endlich ich selbst. Hoffentlich bist du wohl auf und gesund. Ich habe die Hütte gefunden, aber ich werde dort nicht bleiben. Ich kann endlich ich selbst sein. All das lernen, was ich schon so lange wollte. Wie kann man nur Angst vor Magie haben? Ist sie denn nicht etwas Wunderbares? Ich habe einen Ort gefunden, der sicherer ist, verborgen, einen Ort, an den ich ungestört und ungesehen lernen kann. Dank dir kann ich vielleicht endlich in Frieden und Freiheit leben, weit weg von ihm und seinen Kontrollzwang. Er hat sich mir gegenüber nie wie ein Vater verhalten, sondern stets nur wie ein tyrannischer Herrscher. Der Kleine, der keine andere Meinung neben der seinen zuließ. Er hat nie versucht, mich zu verstehen. Doch das ist jetzt alles in der Vergangenheit, denn mich erwartet ein neues Leben, ein Leben, das nicht mehr von mir verlangt, seine Tochter zu spielen. Wenn man es so sieht, dann sind wir jetzt beide frei. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Deine Schülerin Grace Bennington. Da ist Grace aber tief gefallen. Mach keine Witze. Die Situation ist ernst. Ja, du hast recht. Eine Frage braucht News neues Lager. In den Düsterwald Brot, wie es sieht, wie es. Deborah wusste von diesem Ort. Wie sieht es aus? Konzentrier dich aufs Wesentliche, Red. Tu ich. Interessante Kleiderwahl für so ein junges Ding. Fetzen, mehr nicht. Und sie helfen uns nicht, sie zu finden. Transkript, Ritual der Verstellung, gragliche Handschrift. Und die Größe des Schattens findet sich nicht nur in der Magie, sondern auch im Jenseits. Dank dieser noch ungeahnten Macht wird die Dunkelheit zu einem Verbündeten, einen schützenden Arm. Sie ermöglicht den ungeübten Auge eine perfekte Illusion. Dunkelheit umhüllt mich, schützt meine Illusion vor dem Licht, täusche die Sinne, blendet meine Feinde und erlaubt mir das Leben hinter dem Vorhang einer alternativen Realität. Anmerkung der Sieger. Fast ist es mir geglückt, das Ritual der Verstellung ist noch nicht vollständig genug, aber ich muss es auf meine Weise perfektionieren können. Kein Wunder aus einem dämonologischen Buch. Die waren schon immer viel zu engstirnig. Aber damit werde ich den perfekten Illusionszauber erschaffen können. Vielleicht soll ich ihn danken. Schließlich ist er mir... ist mit der Kopie dieses Rituals ein großes Risiko eingegangen. Vielleicht, wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, werde ich mich bei meinem letzten Freund bedanken. Noch mehr Dämonologie. Ungewöhnlich für eine Hexe. Diese zwei Schulen der Magie sind sich eigentlich spinnefeind. Vielleicht kann uns Lemmy mit dem Zauber helfen? Seeker hat das gezeichnet. Jetzt haben wir Gewissheit. Sie ist in den Bergen. Es gibt ein Ritual der Dissimulation. Wir brauchen den Katalysator.
Was ist das hier? Der gleiche Kreis wie am Eingang. Der Kreis öffnet die Tür. Aber das Symbol kenne ich nicht. Ich kenne es nicht, aber Lemmy vielleicht. Es war gut, dass wir hergekommen sind. Jetzt wissen wir, wo sie sich versteckt. Bald werden wir den Teich benutzen können. Wir brauchen nur den Schlüssel für den Dissimulationszauber. Und Lemmy Haskell wird uns dabei behilflich sein. Ja, sicher. Ja, aber das machen wir natürlich dann in der nächsten Folge. Das sage ich dann schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.